willkommen zurück zu Lifeless Planet. Ihr seht, wir sind immer noch hier. Wir werden jetzt einfach mal zu dem großen Gebäude rüberlaufen. Schauen, ob wir da vielleicht reinkommen. Überall sind Zäune, Strommasten. Nicht. Oh. Was hat der Sturm? Hey, geh weg! Verschwinde nur von mir! Sandsturm, geh weg! Das folgt mich! Nein, geh weg! Ich will nicht! Geh weg, Sandsturm! Geh weg! Geh weg! There you are. Huh. Are you okay? Ah! Oh man, this is messed up. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right? Whoa! Ah! Was? Was war das? Laborsicherheitscode Teil A. Erste Hälfte des Codes für den Zugang zum südlichen Labor 331. Entsprechend dem Sicherheitsprotokoll muss dieser Teil des Sicherheitscodes getrennt von der anderen Codehälfte aufbewahrt werden. Aus dem Russischen automatisch übersetzt. Okay. Was war das? Wo ist der hin? Ich wollte dem doch helfen. Verdammt. Aber er sagte, in der Stadt sind Sauerstoffcontainer. Vor allem ist es so ein hohes Gebäude, kommt man da nicht irgendwie einen Stock höher? Ne, sieht leider nicht so aus. Hopp. Ne, springen kann man auch nicht. Gut, dann rennen wir einfach mal zur Stadt wieder. Was zum Henker ist passiert? Ich habe mich gerade gefreut. Yay, ich habe ein Crewmitglied gefunden. Zwar verletzt, aber ich habe mich um den gekümmert. Kein Thema. Und dann wird er einfach in den Boden gerissen. Was hat ihn geholt? Was ist da passiert? Du hast ja noch wenig Sauerstoff. Finde eine Sauerstoffversorgung, bevor du bewusstlos wirst. Und ich habe mal wieder die Spur. Ich denke mal, die Spur ist so eine Art Wegweiser, wo wir hin müssen. Oh, ich blute. Oder war das das Blut von jemand anders? Sauerstoff? Ja, das war Sauerstoff. Yay! Bericht des Direktors 25.06.1978. Ich kann meinen Stolz gar nicht genug zum Ausdruck bringen, da wir nun hier in dieser neuen Welt unsere Experimente beginnen. Als sie das grüne Feuer beschrieben, klang es künstlich wie etwas aus einer Animation. Sich vorzustellen, dass ich einmal eine solch farbenfrohe Welt sehen würde. Ich bin überwältigt von der Schönheit. Und jetzt beginnen wir eine schwierige Reise. Ort im Namen unserer Heimat zu kultivieren. Die westlichen Regierungen halten unsere Absichten für aggressiv. Sie glauben nicht an die Souveränität unserer Sowjetunion. Aber wir waren schon so oft siegreich. Wir haben den Angriff Deutschlands während unseres glorreichen Aufstiegs zur Macht abgewehrt und mit Tapferkeit gekämpft, um das kommunistische Ideal für andere zerfallene Nationen zu verbreiten. Aber was wir hier erreichen, wird die Sowjetunion an die Spitze der Welt katapultieren, ohne dass wir einen einzigen Schuss abfeuern müssen. Mit diesen Erkenntnissen werden wir die gesamte Sowjetunion mit Energie versorgen. Und ich werde uns zum Sieg führen. Okay, das ist wieder aus dem Russischen übersetzt. Okay, Frage, wo muss ich hin? Ich brauche keine Karte oder sowas. Hier sind wieder die Fußspuren, aber ich denke mal, die
Hier ist auch Blut. Blut haben wir ja vorhin schon gesehen, wo wir in die Stadt gerannt sind. Wird eventuell von unserem Kameraden sein. Gehe mal stark davon aus, weil es führt uns nämlich wieder zu dem Haus hierher. Aber ich kann hier nichts machen. Okay. Da kommen wir wohl auch nirgends durch. Da hinten ist noch ein größeres Gebäude oder ist es ein Felsen? Sieht stark nach einem Felsen aus. Wir laufen einfach mal trotzdem dahin. Hier wird man definitiv nicht kommen. Boah, wenn das Ding jetzt auch noch unter Strom stehen würde, kriege ich jetzt so eine gewischt. Moment, ich teste es mal. Ne, steht nicht unter Strom. Aber was soll das Ding hier abschirmen? Oder sollten die hier eingesperrt sein? Hm. Also bei mir zeichnen sich gerade nur lauter Fragezeichen im Kopf ab. Ich komme gerade gar nicht klar. Ich traue mich nicht, da runter zu springen, nachher sterbe ich. Auf jeden Fall, Fakt ist, die Stadt ist schon älter. Also, die sind 1978 hier hochgekommen. Ich sage jetzt einfach mal hoch, weil ich denke mal, dass es ein Planet jetzt doch ist. 1978, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, welches Jahr wir schreiben. Aber wir versuchen jetzt einfach mal da in die Richtung ein bisschen zu gehen. Ich habe jetzt zwar keine Wegweiser mehr, sprich keine Fußspuren mehr, aber ich renne jetzt einfach mal in die Richtung. Vielleicht hätte ich auch einfach den zweiten Codeschlüssel suchen sollen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein unterirdisches Labor ist. Sieht zumindest danach aus. Diese Tür ist verriegelt. Finde beide Teile des Sicherheitscodes. Okay. Wo bin ich? Ja, schön und gut. Wo finde ich jetzt den zweiten Teil? Den ersten Teil habe ich ja schon. Alles absuchen. Okay. Weil in die Häuser kommen wir ja definitiv nicht rein. Oder ich sag mal so, noch nicht rein. Okay, hier war ja der Sauerstoff. Das Tonbandgerät. Das ist eine Tonne. Okay, ich brauche den Code, weil sonst komme ich nicht weiter. Hey, guck mal, Captain Hook war da.
Sein. Bin verzweifelt, ich spring schon auf Häuserdächern rum. Wo ist der Code? Das ist ein Nutzstein. Ah, wartet mal, ich hab so eine Ahnung. Weil ich bin ja nicht über den Friedhof gelaufen. Das ist eigentlich das einzigste Fleckchen, was ich jetzt so mit so Miniaturgebäuden, sage ich mal, noch nicht angeschaut habe. Aber ich befürchte, es sieht schlecht aus. Huch, nicht springen. Jo, sage ich es nicht, sieht schlecht aus. Leute, 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 was machen wir jetzt? Ohne diesen Code kommen wir nicht weiter. Fürchte ich zumindest, dass wir ohne den nicht weiterkommen. Echt ein bisschen doof. Doof. Hier noch mal alles ab. Hier ist auch nichts mehr. So danach aus. Hier ist immer noch das Blut. Blood. Blood von Flood. Jo, was soll ich erzählen, während ich rumlaufe? Ja, ich finde es jetzt gerade ein bisschen doof, dass ich hier. Oder wartet mal. Okay, steht noch nichts drin. Licht. Sicherheitsquoteil A. Ich brauche noch Teil B. Ist nur echt die Frage, wo kriege ich Teil B her? Bei meinem Glück bin ich wahrscheinlich schon 20.000 Mal dran vorbeigelaufen, keine Ahnung. Aber ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Ich werde jetzt einfach mal da runter springen. Okay, da stirbt man. Definitiv. Der Erfolg ist auch nicht schlecht. Schwerkraft tötet. Okay.
Das heißt, in diese Richtung nicht gehen. Okay, ich folge jetzt einfach mal der Spur nochmal. Vielleicht wissen wir ja ein bisschen weiter. Aber wohl eher nicht, weil ich bin jetzt hier wieder beim Sauerstoff. Und beim Tonband. Gut, ich kann einfach noch ein bisschen in die Richtung. Was sollen wir sonst machen? Wir haben doch Zeit. 8 Stunden, bis der Sauerstoff ausgeht. Also alle Zeit der Welt, solange wir die 8 Stunden nicht überschreiten. Jo, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr den Erfolg jetzt hier auch seht. Hab vergessen, die Benachrichtigungen auszumachen. Ich gebe es ehrlich zu, ja, ich habe vergessen, die vergessen, die Benachrichtigungen auszumachen. Ich komme mit der Kamera nicht mehr hinterher. Okay, weiter kann ich nicht laufen. Heißt, ich muss den jetzt wieder zurückholen. Komm, du kleiner tapferer Astronaut, komm zu mir. Halt, ich renne schon wieder in die falsche Richtung. Stromleitung muss rechts von mir sein. Stromleitung muss rechts von mir sein. So. Berge. Also falls ich den Code in den nächsten Folgen nicht finden sollte, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wo der Code sein könnte. Hier werde ich definitiv wieder sterben. Ist auch komisch, ich habe bis jetzt nur ein Crewmitglied gefunden. Ein einziges und es wurde vom Erdboden verschluckt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Coole. Felsformation. Könnte das Ding denn sein? Yikes. That's a long way down. Ist ein langer Weg nach unten. Jo, vor allem wird es wahrscheinlich ein längerer Weg, dann wieder nach oben zu gehen. Aber ich will jetzt das Tonband haben. Mano. Tonband, ich will. Die werden doch wohl nicht so frech gewesen sein und haben das hier irgendwo auf einen Dach drauf gemacht. Am besten dann noch auf eins, wo man nicht raufkommt. Oder nur schwer raufkommt. Aber ich glaube, die Schweine sind so. Die haben das mal hundertprozentig da irgendwo drauf getan. Ihr Entwickler, ihr seid mies. So ist. Ich hab ne Ahnung. Okay. Okay. Ich muss jetzt gucken, wie ich von Hausdach zu Hausdach komme. Komme ich jetzt hier hoch? Komme ich jetzt da hoch? Ich vermute mal, ich muss nämlich da rein. Das heißt, ich muss irgendwie auf das Haus hier drauf kommen. Haha. Gut. Rüber.
Labor Sicherheitscode Teil B. Zweite Hälfte des Codes für den Zugang zum südlichen Labor 549. Entsprechend dem Sicherheitsprotokoll muss dieser Teil des Sicherheitscodes getrennt von der anderen Codehälfte aufbewahrt werden. Aus dem Russischen automatisch übersetzt. Yay, Leute, wir kommen ins Labor rein. Juhu, zack, zack. 331549, richtig? Ich glaube, so, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es so der Code. 331549. Okay, falsche Melodie, falsches Spiel. Na, falsche Melodie zum richtigen Spiel oder richtige Melodie zum falschen Spiel? Kann man jetzt sehen, wie man will? Auf jeden Fall, Labor, wir kommen. Hier ist das Labor. Werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen, was uns im Labor erwarten wird. Ich weiß, ich bin gemein, aber wenn es euch interessiert, was in dem Labor steckt, schaut beim nächsten Mal wieder rein. In diesem Sinne, bis dann und tschüss.